Komm erst mal rein, sonst erfrierst du mir doch hier draußen. Hier eine Schokolade. Achtung, heiß. Die wird dich erstmal wärmen. Das ist das Spezialrezept von meiner Uroma Lisbeth. Ich würde dir gerne eine Geschichte erzählen. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit, schon seit Jahren in dieser Stadt, kommt ein Elf hineingeschneit. Schaut, ob ihr Kinder artig seid. Dieser Elf ist nimmersatt. Lebkuchen, Kekse, Zuckerstangen. Das ist es, wonach er sich sehnt. Verfressen und man sieht kein Ende. Greift sich, was passt, in seine Hände. Ob er sich nicht ein wenig schämt? Die Kekse auf dem kleinen Teller. Gedacht wohl für den Weihnachtsmann. Der Elf, der isst sie selber auf. Die Milch, die trinkt er auch gleich aus. Weil er einfach nicht anders kann. Der Name? Er heißt Nikolas. Auf ihn ist im Advent Verlass. Als ein Spion in dieser Zeit der Ruhe und der Fröhlichkeit. Er geht durch Gassen auf leisen Sohlen, schaut nach, ob man sich auch benimmt. Danach schreibt er in seine Liste, ob Gutes und ob Böses gibt. Auf seinem Mofa fliegt er durch Raum und Zeit, aus einer Welt aus Eis hierher. Ja, seine Reise, die ist weit, doch er hat immer Pünktlichkeit. Das gibt einem so den Weihnachtsflair. Er wird geschickt vom Weihnachtsmann, doch es ist immer viel Verkehr. Hat viel zu tun. Viel zu machen, kommt oft fast gar nicht hinterher. Ja, er muss immer leise sein, darf nicht gesehen werden, nicht gehört. Kann zaubern mit dem Elfenstaub, bekannt als Zimt für unser Ein. Wer weiß, ob man ihn vielleicht hört? Ein Wunsch? Den wird er dir erfüllen, sofern du ihn des Nachts erwischst. Den sehnlichsten, von ganzem Herzen. Egal, ob du ihn vorher sprichst. Glaubst du an ihn, wird das ihn stärken. Magie erleuchtend, hell und weit. Kannst du die Lichter sehen am Himmel? Dann weißt du, es ist Weihnachtszeit.